Relativ intelligente Hundebesitzer führen ihre relativ dummen Hunde Gassi. Aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern. Nicht irgendwann werden dann künstlich intelligente Roboterhunde ihre relativ dummen Besitzer Gassi führen. Magnifizenz, Herr Rektor, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Studenten, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, im Namen des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik IWP an der Uni Luzern möchte ich Sie sehr herzlich zum heutigen Vortrag mit Professor Matthias Binswanger begrüßen. Es ist uns eine große Freude, dass Sie hier und heute so zahlreich erschienen sind. Der Hörsaal ist wiederum schön gefüllt, sehr schön gefüllt, bis auf den letzten Platz, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir freuen uns über diesen Zuspruch. Herzlichen Dank auch für Ihr Vertrauen. Das Thema, Sie sehen es hier, wie künstliche Intelligenz Menschen und Wirtschaft steuert und für mehr Bürokratie sorgt, verspricht Spannung. Spannend, weil der Begriff künstliche Intelligenz natürlich en vogue ist. Spannend, weil jeder, der etwas auf sich hält, gerade etwas zum klugen Einsatz von Algorithmen, von Machine Learning, von ChatGPT zu sagen hat. Spannend aber auch, weil man sich von künstlicher Intelligenz jeweils Entlastung verspricht. Und sich dann womöglich mit dem genauen Gegenteil davon konfrontiert sieht. Künstliche Intelligenz im Dienst der Bürokratie zur Reproduktion eben dieser Bürokratie. Genau an diesem Punkt hakt unser heutiger Gast, Professor Matthias Binswanger, ein. Ihm versprechen die Dinge besser, effizienter, weniger fehleranfällig zu erledigen, überziehen wir unseren Alltag immer mehr mit Feedback- und Controlling-Schlaufen. Schaffen mithin also eine Bürokratie der Prozesse und Abläufe, die ihrerseits mit Pflichten der Berichterstattung und Rechtfertigung an die eigentlich von uns beauftragte Bürokratie genau von ihr abhängig macht. Das wollen wir nicht, aber genau das ist, was geschieht. Zugespitzt, der Versuch, das Leben effizient zu gestalten, führt zu wachsender Ineffizienz. Die neuen Techniken haben irgendwie etwas Kafkaeskes. Ein Vorgeschmack auf seine heutigen Thesen bot Kollege Binswanger jüngst in der altehrwürdigen NZZ. Ich zitiere, Forschungsförderung und Forschungsfinanzierung werden immer mehr zu Forschungsbürokratie. Forschende müssen einen stets größeren Teil ihrer Arbeitszeit für bürokratische Tätigkeiten aufwenden. Wissenschaftliche Tätigkeit wird dadurch unattraktiver. So sein Verdikt. Und wer an einer Universität oder einer größeren Institution arbeitet, naja, möchte dem Kollegen nicht wirklich widersprechen. Die neue Bürokratiekrankheit hat übrigens einen Namen. Es handelt sich um Evaluitis, die uns dem neuen Kunden näher bringen soll, uns aber eigentlich immer weiter von ihm entfernt. Viele leben gut übrigens von der Evaluitis, die hochqualifizierten Akkreditierungs- und Beraterstäbe und die ihnen zuarbeitenden Beraterstäbe der hochqualifizierten Stäbe und so weiter und so fort. Sie werden immer größer, immer einflussreicher und dies erst recht, wenn sie künftig auf die Superkräfte der künstlichen Intelligenz vertrauen können. Arbeit dehnt sich genau in dem Maße aus, wie die Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht. Dies ist einer der markanten Sätze des britischen Historikers Cyril Northcote Parkinson. Er hat in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, Jahrtausends
diesen Satz geprägt, um das von ihm erforschte Bürokratiewachstum zu beschreiben. Durch seine trefflichen und zuweilen ironisierenden Darstellungen von Bürokratien, die scheinbar ohne nachvollziehbaren Grund unaufhaltsam wachsen, wurde Parkinson weltberühmt. Und ich würde zurückhaltend sagen, zu Recht. Der überbordende Bürokratismus ist zum Grundrauschen unserer Zeit geworden. Die Leistungen des bürokratischen Alltags stimmen oft nicht mit den gesellschaftlichen Vorstellungen der Bürger überein. Es entsteht und besteht eine Diskrepanz zwischen den Zielen der Bürger und den Resultaten der von ihr eingesetzten Bürokratie. Wir wollen uns diesem Thema heute annehmen mit einem prominenten Gast. Matthias Binswanger ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Er ist Privatdozent an der Universität St. Gallen. Matthias Binswanger ist Autor von zahlreichen Büchern und Artikeln in Fachzeitschriften und auch in der Presse. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der monetären Makroökonomie oder in der Makroökonomie, in der Finanzmarkttheorie, in der Umweltökonomie sowie in der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Glück und Einkommen. Er schafft es, Wissenschaftlichkeit und Popularität, seriöse Forschung und publizistischer Witz zu vermählen. Mitunter deshalb zählt er gemäß NZZ-Ranking zu den einflussreichsten Ökonomen in der Schweiz. Seine Bestseller zählen die Bücher »Die Tretmühlen des Glücks«, »Sinnlose Wettbewerbe – Warum wir immer mehr Unsinn produzieren« oder »Geld aus dem Nichts«. Lieber Matthias, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, dass du beim IWP bist. The floor is yours. Ja, dann möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Ich weiß nicht, wie viel man von mir sieht da unten, aber ich glaube, den Kopf sieht man noch. Hm? Ja, ich muss aber hier bleiben wegen der Kamera. Und wir erleben heute eine Premiere. Das ist nämlich eigentlich der Titel eines Buches, über das ich heute sprechen werde. Und hier ist auch schon mal das Cover des Buches. Das wird aber erst erscheinen im April. Aber das Wichtigste von einem Buch ist ja immer das Cover, weil das ist das Einzige, was die meisten Menschen je zu sehen bekommen. Weil wenn man so ein Buch geschenkt bekommt, so, dann denkt man, aha, vielleicht ganz interessant, legt es weg. 40 Jahre später wird das Buch gefunden beim Räumen der Wohnung. Da denkt man, ah, okay, gar nicht gewusst, dass sich der auch für esoterische Literatur interessiert. Aber auch wenn es ein bisschen so aussieht, ist also garantiert esoterikfrei, das Buch. Ist übrigens auch sexfrei, also man kann es auch Kindern schenken, ohne Probleme. Ja, und das Thema, die Verselbstständigung des Kapitalismus, am besten beginne ich gleich mal mit Beispielen. Nicht? Wahrscheinlich sind die meisten vertraut mit der Vergleichsseite Comparis und anderen ähnlichen Vergleichsseiten, wo es vor allem darum geht, dass man die richtige Versicherung findet. Da geht ja dann jeden Herbst die Jagdsaison los in der Schweiz auf die Krankenkassenkunden. Früher war das völlig unbeschränkt, da konnte man mit allen Waffen losgehen, also zum Beispiel auch mit Telefonanrufen. Heute ist es ein bisschen regulierter, diese Jagd auf die Kunden. Und der Grund ist ja der, dass solche Vergleichsseiten davon profitieren, wenn die Kunden dann die Krankenkasse wechseln. Also ist da natürlich ein Interesse da, dass möglichst viele Leute jedes Jahr die Krankenkasse wechseln. Und deshalb auch der Slogan hier, nicht zu viel zahlen macht krank. Haben Sie wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass das auch krank macht, aber das ist auch eine wichtige Ursache von Krankheit. Hallo. Mein Name ist René Scheu, ich bin Geschäftsführer des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Ich habe 25 Sekunden, um Sie zu überzeugen. Das IWP ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, an dem 20 Postdocs, Doktoranden und studentische Hilfskräfte arbeiten.
Wir finanzieren uns über freiwillige Spenden. Wissen Sie, wie Sie Teil der IWP-Community werden können? Ganz einfach. Folgen Sie dem pochenden Herzen auf unserer Website oder auf unserer App. Unterstützen Sie uns, unterstützen Sie unsere wertvolle Arbeit. Und nun weiterhin viel Spaß und Erkenntnisgewinn mit dem Video Film ab. Und jetzt, wenn man sich da mal bewegt auf einem solchen Vergleichsportal wie Comparis, dann geht es ja darum, die beste Versicherung zu finden. Und die soll mal möglichst billig sein. Und die finde ich auch relativ schnell, die billigste Versicherung. Aber dann werde ich wahrscheinlich schnell unsicher. Soll ich wirklich die billigste nehmen? Vielleicht sind ja da die Bewertungen nicht gut. Also schaue ich mal bei den Bewertungen, dann stelle ich häufig fest, die Bewertungen sind schlecht. Also denke ich, nehme ich doch eine etwas teurere, wo die Bewertungen auch besser sind. Dann finde ich die. Dann werde ich wieder unsicher. Stimmen denn die Bewertungen bei Comparis tatsächlich? Ich schaue doch besser mal bei einer anderen Vergleichsseite noch vorbei. Und dass diese Zweifel berechtigt sind, das sehen Sie hier. Nicht? Da im November letzten Jahres hieß es da, hier werden absichtlich die günstigsten Krankenkassen nicht angezeigt. Ja, und jetzt ist das aber letztlich ein Anachronismus, so wie das im Moment noch läuft. Nicht, dass ich da mühsam das selber durchstöbere, das könnte man doch eigentlich an künstliche Intelligenz abgeben. Nicht, dass die alle die Angebote durchsucht für mich und dann die für mich beste auswählt, je nach meinem Profil, wie stark ich Qualität im Vergleich zu Preis gewichte, und die schließt dann auch gleich noch den Vertrag ab und ich bekomme vom Ganzen gar nichts mehr mit. Ich weiß nur, dass man die für mich optimale Lösung gefunden hat. Optimal in Anführungszeichen, weil, wie man schon hier sieht, man ist nie so ganz sicher, ob man da digital nicht übers Ohr gehauen wird. Also ich weiß da nicht, ob es wirklich das Beste ist für mich, ob da nicht noch andere Interessen mit hineinspielen, aber es wird sicher in diese Richtung gehen. In ein paar Jahren wird das wahrscheinlich so laufen. Oder zweites Beispiel, nicht, es gibt da diesen Gesundheits-App Helsana Plus, wo ich Punkte sammeln kann, wenn ich mich gesundheitsfördernd verhalte. Also zum Beispiel, wenn ich das verlinke mit meinem Fitness-Tracker und dann da möglichst viel mich bewege, dann bekomme ich dafür Punkte und dann sinkt die Versicherungsprämie. Es geht aber nicht nur um körperliche Aktivität, es geht auch um Sozialverhalten und da wird alles Mögliche wird da belohnt. Und jetzt könnten wir uns vorstellen, dass das natürlich noch weitergeht. Nicht, dass ich auch belohnt werde, wenn ich zum Beispiel die Kompetenz abtrete an eine solche App, dass wenn gewisse Grenzwerte irgendwie überschritten werden oder unterschritten werden, dass ich dann automatisch gleich beim Arzt angemeldet werde. Und dann ist das nicht mehr abhängig, nicht vom Verhalten des Einzelnen. Die Menschen sind ja dann so zum Teil so etwas avers, wenn es um Arztbesuche geht. Nicht auf diese Weise könnte man dann das Gesundheitsbewusstsein der Menschen verbessern. Ja, meint man, nicht? Weil dann kommen natürlich die entscheidenden Fragen. Ja, welche Grenzwerte gelten denn da überhaupt? Zum Beispiel war ursprünglich der Grenzwert beim Cholesterinspiegel relativ hoch angesetzt. Da waren die meisten Menschen gesund. Das ist schön, aber finanziell nicht so interessant. Also hat man diesen Grenzwert im Verlauf der Zeit immer mehr gesenkt. Dadurch wurden auch mehr Menschen per Definition krank. Man könnte jetzt viel mehr Menschen dann zum Arztbesuch anmelden, wenn der Grenzwert tiefer ist. Das heißt, auch hier spielen dann plötzlich solche Interessen mit hinein. Ich weiß nicht so genau, wie man diese Grenzwerte überhaupt festgelegt hat. Und was wir auch noch sehen, man bekommt eigentlich nur Marginalpunkte, die kaum der Rede wert sind, außer man hat eine Zusatzversicherung bei Helsana. Nur dann bekommt man wirklich viele Punkte. Das ist natürlich auch das Interesse dahinter, dass man eine Zusatzversicherung hier abschließt. Und das wurde dann so beurteilt, nicht Rechtsanwalt Martin Steiger hat da gesagt, man gibt bei Helsana Plus sehr viele Daten preis für einen sehr geringen Nutzen.
Ich persönlich würde bei Helsana Plus nicht mitmachen. Es geht natürlich darum, auch die Menschen zu incentivieren, dass sie eben dann entsprechende Daten abliefern und dass man entsprechend mit diesen Daten auch arbeiten kann. Also das sind so Beispiele. Ich nehme das mal besser hier auf, dann ist das einfacher für mich. Sehen Sie jetzt noch weniger von mir, aber... Ja, wir sehen, dass immer mehr Dinge autonom werden. Hier so ein paar Beispiele, sich selbst füllende Kühlschränke, sich selbst heizende Häuser, selbstfahrende Autos, selbstständig fliegende Drohnen, sich selbst schreibende Texte, ChatGPT, selbst investierende KI-Tools oder eben sich selbst überwachende Körper, indem da eben so Nanosensoren eingeschleust werden in den Körper, die dann permanent unseren Gesundheitszustand überwachen. Und jetzt habe ich hier im Titel vom Buch gesprochen, vom Kapitalismus, von der Verselbstständigung des Kapitalismus. Und da müssen wir natürlich zunächst mal wissen, wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir vom Kapitalismus sprechen. Und für mich ist das kein Begriff, der irgendwie wertend gemeint ist. Das beschreibt einfach das Wirtschaftssystem, in dem wir heute leben, wo einige Merkmale charakteristisch sind für die Dynamik. Erstes Mal das Kapital und dann auch der technische Fortschritt, der sich meist in diesem Kapital manifestiert. Die wichtigste Produktionsfaktor ist neben Arbeit. Also Kapital, das sind Maschinen, Anlagen, heute Roboter, Computer und so weiter. Nicht das macht den Kapitalismus aus. Und dann basiert er auf einer Marktwirtschaft, das heißt, die Allokation von wichtigen Gütern erfolgt über Märkte. Und auf diesen Märkten soll dann möglichst auch noch Wettbewerb herrschen. Das ist das dritte hier, das sogenannte Zwangsgesetz der Konkurrenz. Das ist ein Ausdruck von Marx, schon aus dem 19. Jahrhundert, weil in diesem System gibt es keinen Stillstand. Das ist ein System, wo man permanent versuchen muss, mit besseren Produkten auf den Markt zu kommen, weil wenn ich das nicht tue, dann wird es meine Konkurrenz umso mehr tun und dann verschwinde ich vom Markt. Also müssen sich alle immer bemühen, neue Verfahren zu entwickeln, mit neuen Produkten auf den Markt zu kommen. Und das betrachten wir ja dann im Allgemeinen auch als ein positives Element, dieses Wirtschaftssystem, weil wir sagen, gerade dank diesem Zwangsgesetz der Konkurrenz haben wir den ganzen Fortschritt. Wir können die Bedürfnisse der Menschen mit immer besseren Produkten immer besser befriedigen. Und damit das möglich ist, braucht es auch diesen Prozess der schöpferischen Zerstörung. Das ist ein Begriff von Josef Schumpeter. Dass wir eben laufend das Alte wieder zerstören, indem wir neue Produkte, neue Verfahren auf den Markt bringen. Und ganz wichtig ist auch, wir leben in einer Geldwirtschaft, wo Unternehmen nur überleben längerfristig, wenn sie Gewinne erwirtschaften, und zwar in Geld ausgedrückte Gewinne. Man muss am Schluss mehr Einnahmen haben, als man ursprünglich mal Geld ausgegeben hat. Weil wenn man das nicht hat, dann geht man irgendwann Konkurs. Dann kann man seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Und diese Notwendigkeit der Erzielung von Gewinnen, die hängt dann zusammen auch mit dem Prozess der Geldschöpfung, dass eben Banken durch die Vergabe von Bankkrediten selbst ständig neues Geld schaffen können, das dann in Umlauf kommt, sodass eben dann auch die Einnahmen der Unternehmen ständig steigen können, ohne dass die Kosten im gleichen Moment steigen. Und das ermöglicht dann eben, dass eine Mehrheit der Unternehmen eigentlich permanent Gewinne erzielt, solange die Wirtschaft wächst. Weil solange die Wirtschaft wächst, muss man ständig investieren in neues Kapital. Dadurch ist gewährleistet, dass man eben im Hinblick auf die Zukunft immer mehr Aktivitäten unternimmt. Und das resultiert dann in diesem sogenannten Wachstumszwang, den ich in einem anderen Buch beschrieben habe. Darüber will ich jetzt heute nicht sprechen. Einfach das Ganze, was ich heute erzähle über diese Verselbstständigung des Kapitalismus, findet statt vor dem Hintergrund dieser Dynamik der kapitalistischen Wirtschaft, die mit diesem Wachstumszwang zusammenhängt. Was ist der ideale Mensch sozusagen, der diese kapitalistische Wirtschaft bevölkert? Das sind eben nicht homines economici. Ist doch gut, wenn man mal Latein gehabt hat,
Da kann man doch diesen Plural immerhin richtig schreiben. Also das ist der korrekte Plural von Homo economicus. Nicht, das wäre ja dieser Mensch, der da ständig optimiert und immer permanent maximiert, den Nutzen maximiert bzw. Gewinne maximiert. In der Realität aber treffen wir auf andere Agenten und in Wirklichkeit braucht es natürlich ein paar wenige schöpferische Unternehmer, die eben innovativ sind, neue Produkte auf den Markt bringen, mit neuen Verfahren entwickeln und so weiter. Aber für die große Mehrheit der Menschen ist natürlich das nicht das Idealmodell. Da ist etwas anderes das Idealmodell und das hat Max Weber beschrieben, die Fachmenschen ohne Geist. Das ist der Mensch, der einfach so funktioniert in dieser Wirtschaft. Und ohne Geist heißt, der braucht keine Bildung. Das, was wir mal als humanistische Bildung auch noch hatten, hat sich ja so langsam verflüchtigt und das wurde abgelöst heute durch Dinge wie Praxis, Relevanz, man muss immer schauen, wo der Nutzen liegt von etwas, was man tut und so weiter. Nicht, das ist dieser typische Fachmensch ohne Geist. Und aus diesem Fachmenschen ohne Geist wird heute zunehmend auch noch ein normierter Gutmensch ohne Geist. Nicht, weil wir werden zunehmend auch alle dazu erzogen, dass wir uns eben immer richtig, anständig, ökologisch, sozial, LGBTQ+ konform verhalten und so weiter. Also das ist dann auch der Staat, der hier noch mit dazukommt und uns eben auch in einer bestimmten Weise kontrollieren will, weil warum will man eigentlich so normierte Menschen haben? Nicht, der Kapitalismus hat eigentlich eine gewisse Schizophrenie. Auf der einen Seite will man ständig neue Produkte, nicht, man will ja innovativ sein. Wenn man aber optimieren will, kann man nicht etwas optimieren, was sich ständig ändert. Das ist ein erratisches Verhalten, da ist Optimierung nicht möglich. Ich kann nur etwas optimieren, was relativ kontrolliert verläuft, wo ich weiß, wie die Menschen sich verhalten. Und deshalb gibt es immer diese zwei Tendenzen. Nicht? Auf der einen Seite möchte man alles normieren, möglichst berechenbar machen. Auf der anderen Seite will man natürlich innovativ sein, wieder mit neuen Produkten auf den Markt kommen, schöpferische Zerstörung machen. Und das ist so dieser Widerspruch, der auch in diesem System mit drin ist. Jetzt, der andere Begriff, der vorkommt im Titel, ist die künstliche Intelligenz. Nicht? Und was ist jetzt künstliche Intelligenz? Und das wissen wir in Wirklichkeit nicht. Wir wissen nicht mal, was Intelligenz ist. Und definiert wird es dann im Allgemeinen so, wie es hier am Anfang steht. Artificial intelligence is the science of making machines do things that would require intelligence if done by man. Also etwas, was uns intelligent erscheint, nicht das gilt als intelligent. Und künstliche Intelligenz ist dann intelligent, wenn uns das Verhalten der künstlichen Intelligenz intelligent erscheint. Das ist ja letztlich auch der Turing-Test, nicht, der genau darauf aufbaut. Wenn es uns intelligent erscheint, dann ist es intelligent. Ohne dass wir genau wissen, was es eigentlich genau ist. Und diese künstliche Intelligenz, die existiert eben außerhalb des menschlichen Gehirns, wird deshalb auch als externe Intelligenz bezeichnet. Nach heutiger Auffassung ist das aber immer noch eine Intelligenz ohne Bewusstsein, aber auch da gehen die Diskussionen schon oder die Meinungen auseinander. Es könnte doch sein, dass die so etwas wie Bewusstsein entwickelt. Aber im Moment können wir davon ausgehen, es ist immerhin auch oder immer noch eine Intelligenz ohne Geist. Technischen Grundlagen davon, auf die gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Nicht, letztlich wurden dadurch aus früheren vorprogrammierten, automatisierten Tätigkeiten, die traditionelle Algorithmen organisiert haben. Da war es einfach so, dass ein bestimmter Ablauf vorher programmiert wurde und der hat sich dann genauso abgespielt, wie er programmiert wurde. Und auf diese Weise konnte man ganz viele Prozesse automatisieren. Aber heute ist das eben anders. Nicht diese Algorithmen werden selbstlernend, verändern dadurch ihr Verhalten.
optimieren sich selbst und damit haben wir eben keine vorgegebene Struktur mehr. Und diese ganze künstliche Intelligenz, die funktioniert eigentlich mit sehr großen Datenmengen, nicht sogenannte Big Data, die überall gesammelt werden heute über Sensoren, Kameras, Mikrofone. Man kann praktisch nirgend mehr hingehen heute, wo nicht irgendwelche solche Geräten sind. Und mit Hilfe von solchen KI-Methoden, das sind dann konkret Methoden wie Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, es gibt noch weitere, wo dann eben solche KI-Anwendungen sich selbst optimieren können, um dann bestimmte Aufgaben, zum Beispiel Bilderkennung oder eine Voraussage zu machen, immer besser erfüllen können. Was trägt der Mensch da noch dazu bei? Der Mensch wählt mal die Daten aus, mit denen diese Algorithmen trainiert werden und den ursprünglichen Algorithmus, mit dem er mal beginnt, den muss er auch konzipieren. Aber nachher entwickelt sich das dann sozusagen von selbst weiter. Dargestellt wird es dann meistens so, nicht, das ist so ein Beispiel für Deep Learning mit einem neuronalen Netz, da geht es jetzt zum Beispiel um Bilderkennung, da sitzt eine Katze und die wird dann aufgeteilt in viele einzelne Pixel, diese Pixel werden dann da wahrgenommen von diesem System und dann gibt es da immer weitere Entscheidende, das wird dann von einem solchen neuronalen Punkt hier, wir beginnen da ganz auf der linken Seite, weitergeleitet an weitere solche Knoten, werden die auch genannt, die alle miteinander verbunden sind und die werden dann auch gewichtet, diese Informationen, und je nachdem wird dann immer ein Entscheid gefällt, ja oder nein. Nicht, wenn der ja hat, dann geht es weiter nach rechts und irgendwann setzt aus diesen vielen, vielen einzelnen Entscheiden entsteht dann am Schluss ein großer Entscheid. Das ist eine Katze oder das ist eben keine Katze. Darüber könnte man jetzt auch die längste Zeit sprechen, wie das genau funktioniert. Das lasse ich jetzt ab. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil ich es auch nicht ganz verstehe. Ja, solche KI-Systeme haben aber auch sehr beeindruckende Fähigkeiten, wie man das auch schon untersucht hat. So hat man zum Beispiel herausgefunden, dass sie ihre Entscheide konsistenter sind als die Entscheide von Menschen, dass sie auch besser Arbeitnehmer kontrollieren als Menschen. Also wenn man gemanagt wird von künstlicher Intelligenz, ist das besser, als wenn man von Menschen gemanagt wird. Und sie sind den Menschen auch in Bezug auf Rationalität überlegen. Und deshalb ist diese KI natürlich sehr wertvoll für die Wirtschaft, wo eben dauernde Optimierung und Kontrolle sozusagen systemrelevant sind. Und wir können sagen, dass damit eine Art Perfektionierung dieses Kapitalismus möglich wird. Nicht KI-gesteuerte Systeme können eben im Unterschied zu Menschen 24 Stunden pro Tag arbeiten und optimieren, ohne müde zu werden. Menschen sind ja nicht dafür geschaffen, permanent zu optimieren. Und sie verarbeiten auch viel größere Mengen an Informationen in viel kürzerer Zeit. Und das heißt, diese künstliche Intelligenz und die darauf basierenden Algorithmen sind eigentlich die besseren Fachmenschen ohne Geist als die Menschen aus Fleisch und Blut. Nicht, die machen das eigentlich noch besser. Und so werden Algorithmen ebenso langsam zu den eigentlichen Managern, welche die Menschen dann vorantreiben. Und die Menschen, die werden da zu einer Art Vollzugsgehilfen eines großen Optimierungsprogrammes. Das hat auch schon Jim Sporer irgendwie zum Ausdruck gebracht, der ehemalige CEO von IBM, der gesagt hat, die ersten KI-Anwendungen waren unsere Werkzeuge. Jetzt, wo sie smarter werden, betrachten wir sie als Partner. Und wenn sie uns überholt haben, werden sie zu unseren Coaches. Ja, Coaches, das ist jetzt sehr nett formuliert, nicht? Das wäre schön. Oder Partner, wohlwollende Diktatoren, aber vielleicht auch Big Brothers, Manipulatoren, Verführer, Unterdrücker.
Ja, das wissen wir alles nicht so genau, wie sich das dann auswirkt. Und wir sehen es auch hier, nicht früher. Da sind Menschen, also wenn ich sage früher, wir sind immer noch in diesem Frühjahr jetzt im Moment. Es gibt wahrscheinlich einzelne von Ihnen, die das auch noch machen. Nicht? Also relativ intelligente Hundebesitzer führen ihre relativ dummen Hunde Gassi. Aber das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern. Nicht? Irgendwann werden dann künstlich intelligente Roboterhunde ihre relativ dummen Besitzer Gassi führen. Jetzt ist das noch nicht ein Hund, in dem man sich wirklich verlieben kann. Also da kann man wahrscheinlich noch etwas optimieren diesbezüglich. Aber wir sehen schon im Vergleich zu hier, nicht, da läuft der Mensch voraus und zieht den Hund hinter sich her, da ist es schon umgekehrt. Da läuft der Hund voraus und zieht sozusagen den Menschen hinter sich her, weil dieser Hund, der hat dann zum Beispiel einen Algorithmus, der dafür sorgt, dass man sich gesund verhält und der zwingt einen dann zum Beispiel, dass man da rausgeht jeden Tag und mit dem spazieren geht. Und wenn man das nicht macht, muss man höhere Versicherungsprämien bezahlen. So, und diese Algorithmen, die kennen uns dann natürlich bald einmal besser, als wir uns selbst kennen. Nicht aufgrund von Gesundheitsdaten, Bankdaten, aufgrund des Surfverhaltens im Internet, unseres Bewegungsverhaltens, kann man ziemlich schnell ein sehr exaktes Profil einer Person erstellen. Man weiß dann ziemlich genau, was er oder sie kaufen wird, mit welcher Art von Werbung man sie ansprechen kann und auch, wie man ihr Verhalten manipulieren kann. Und die wissen dann auch sehr schnell besser, was für uns gut ist. Das Gut ist aber hier in Anführungszeichen, weil wir sind eben nicht so ganz sicher. Und das Ganze wird sehr schnell auch zu einer Art Blackbox. Nicht, wir wissen nicht, wie diese künstliche Intelligenz eigentlich ihre Entscheide trifft. Wir kennen zwar die Prinzipien, nicht, wir wissen, da ist ein neuronales Netz dahinter oder irgend so etwas. Aber wie man in einem konkreten Fall zu einem Entscheid kommt, das weiß man nicht. Das ist irgendwie so eine Blackbox. Weil diese ganzen Entscheide, nicht, die betreffen zeitlich, räumlich hochdimensionale Räume. Und die sind für das menschliche Gehirn nicht mehr zugänglich. Und es gibt auch keine vordefinierte logische Struktur mehr. Nicht, die sind selbstlernend, die entwickeln sich immer weiter, diese Algorithmen. Also ich kenne den im Moment, selbst als Entwickler kenne ich den irgendwann nicht mehr genau und weiß nicht mehr, wie sich der genau verhält. Und so wie die Literatur sagt, auch mit Reverse Engineering kommt man nicht dahinter. Also man kann nicht dann sozusagen zurückgehen vom Entscheid und dann versuchen herauszufinden, warum er jetzt so entschieden hat. Und die Folge ist, wir müssen den Algorithmen eben vertrauen und ihnen glauben. Wir können es nicht überprüfen, ob das richtig ist. Und man weiß dann auch nicht mehr so genau, wer eigentlich da die Kontrolle hat. Da wird gefragt, sind Sie der Fahrer? Oh nein, ich dachte, Sie sind der Fahrer. Ja, wer steckt eigentlich da dahinter, hinter diesem ganzen System? Und solche selbstlernenden Algorithmen, die sind ja dann ein bisschen wie Kinder. Warum? Nicht Kinder, deren späteres Verhalten kann ich ja durch Erziehung beeinflussen. Und wenn die Kinder klein sind, habe ich dann auch relativ viel Einfluss auf ihr Verhalten. Dann sind die aber auch lernend, selbstlernend Kinder. Die wissen immer mehr und entgleiten sozusagen meiner Kontrolle immer mehr. Und irgendwann habe ich mal keine Kontrolle mehr darüber, wie sie sich tatsächlich verhalten. Ich kann zwar ein bestimmtes Verhalten durch eine bestimmte Erziehung wahrscheinlicher machen. So bei den Algorithmen auch. Nicht? Wenn ich da bestimmte Daten nehme und die mit denen trainiere, dann mache ich ein bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher damit. Aber wie sie sich dann konkret tatsächlich einmal verhalten, das weiß ich nicht. Das ist genauso wie mit Kindern. Ich weiß auch nicht, was die Kinder dann später wirklich einmal machen. Und jetzt haben wir eben Märkte hier bei KI, die geprägt sind, einerseits durch Marktmacht und andererseits durch Informationsasymmetrie. Letztlich werden diese ganzen KI-Anwendungen und auch
die Daten, die vorhanden sind, von ein paar wenigen großen Unternehmen sozusagen gesteuert und dominiert. Das sind die üblichen Verdächtigen, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und einige mehr. Und die Marktmacht entsteht eben durch Verfügbarkeit über Daten- und KI-Anwendungen. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Informationsasymmetrie. Das heißt, diejenigen, die diese KI entwickeln und die auch Kontrolle haben über die Daten, die wissen viel besser Bescheid darüber, wie sich diese KI verhält, als diejenigen, die sie anwenden. Und damit habe ich eigentlich den absolut idealen Wachstumsmarkt, wenn wir das haben. Marktmacht und Informationsasymmetrie kennen wir gut. Ich gehe da gerade mal weiter, aus dem Gesundheitswesen. Da ist es nämlich genau gleich. Da gibt es auch noch eine weitere Tatsache, dass nämlich die Patienten im Normalfall nicht direkt bezahlen für die Leistungen, die sie in Anspruch nehmen. Und das ist bei vielen KI-Anwendungen auch so. Da zahlt man auch nicht dafür, man zahlt nämlich mit den Daten. Nicht, also zum Beispiel die Google-Suchmaschine ist gratis, zahle ich nichts dafür. Und das macht dann meistens das Verhalten oder etwas großzügiger. Dann überlege ich mir nicht so genau, ob was da jetzt dahinter steckt, wenn ich die Google-Suchmaschine benutze. Und dann besteht genau wie beim Gesundheitswesen diese Informationsasymmetrie. Nicht im Gesundheitswesen ist der Arzt besser informiert als der Patient im Normalfall. Und er kann damit das Angebot steuern, indem er zum Beispiel bei einer bestimmten Behandlung sagt, also diese Behandlung, die würde ich unbedingt machen, da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und einige Menschen, die das nicht gemacht haben, die sind nachher gestorben, dann sage ich natürlich, ja, die mache ich auch. Wenn der Arzt aber sagt, ich wäre vorsichtig bei dieser Behandlung, da sind zum Teil starke Nebenwirkungen aufgetreten, das würde ich wirklich nur im Notfall machen, dann sage ich, nein, dann lassen wir das jetzt vorläufig, das machen wir nicht. Und die Tendenz besteht natürlich immer, dass man das Erste macht, nicht? Weil wir leben in einem Gesundheitssystem, wo alle profitieren, wenn man mehr macht. Also gibt es immer einen Bias, sozusagen mehr zu machen, Mengenausweitung. Und aus diesem Grund ist der Gesundheitsmarkt auch ein absolut idealer Wachstumsmarkt. Nicht ein wirklich perfekt funktionierender Markt, ist kein guter Wachstumsmarkt. Das ergibt sich erst, wenn wir diese Defizite haben, wie Informationsasymmetrie, Marktmacht. Und im Idealfall bezahlen dann diejenigen, die eine Leistung in Anspruch nehmen, nicht selbst dafür, wie im Gesundheitswesen. Und dann gibt es nochmal eine Dimension bei der Marktmacht und das sind die Plattformen. Nicht gleichzeitig sind diese Anbieter, über die wir vorhin schon gesprochen haben, eben wie Alphabet und Amazon, die sind auch Anbieter von großen Plattformen. Und zwar gibt es da Verkaufsplattformen, das ist zum Beispiel Amazon, oder Werbeplattformen wie bei Google oder Facebook. Cloud-Plattformen, wiederum Amazon zum Beispiel. Und das heißt, die kontrollieren sozusagen den Zugang. Nicht, ich komme als Anbieter nur über diese Plattformen an die Kunden. Das kann man sich so vorstellen wie einen großen Marktplatz und ich darf nur einen Standort aufstellen, wenn ich eine Platzgebühr zahle. Und dann kann ich natürlich sagen, nein, die zahle ich nicht, aber dann kann ich halt nicht anbieten auf diesem Markt und erreiche meine Kunden nicht. Und das ist hier genau gleich. Ich bin halt darauf angewiesen, dass ich das zum Beispiel bei Amazon anbieten kann. Und da gibt es nochmal einen weiteren Aspekt der Marktmacht, der hier entsteht. Und wenn wir mal genau schauen, nicht Google, das ist ein unglaublich vielfältiges Unternehmen. Nicht? Google Calico, das ist sozusagen das Einfallstor von Google ins menschliche Gehirn. Forschung zur Biotechnologie. Nest, Google Nest, das ist das Einfallstor in Smart Home. Also da werden Anwendungen für Smart Homes entwickelt. Oder dann gibt es Google X, nicht? Das ist diese Moonshot-Initiative von Google, wo man neue Entwicklungen vorantreibt. Und das, was wir kennen, da die Suchmaschine, die da unten ist, das ist nur ein kleiner Teil der Gesamtaktivitäten von Google. Und das Core-Business von Businessmodell von Google, das besteht eigentlich gerade darin, dass man Daten sammelt, welche Menschen gratis abgeben und nachher diese Daten dann für Geld verkauft.
also an die Anbieter, die eben ihre Produkte über das Internet an die Menschen bringen wollen, entweder bei der Suche bei Google selbst, AdWords, oder dann eben, indem die platziert werden auf irgendwelchen Webseiten, diese Werbung, das ist Google AdSense. Also auf diese Weise macht Google oder hat Google bzw. Alphabet heute vor allem sein Geld gemacht, aber wir haben gerade gesehen, das geht weit über das hinaus heute, was Google macht. Und die Frage ist jetzt eben, sind das wirklich so wohlwollende Menschenfreunde, diese Unternehmen? Weil Innovationen finden nie in einem interessenfreien Raum statt. Nicht, das muss man sich immer wieder mal vergegenwärtigen. Wir tun immer wieder so, als ob Innovationen dazu da sind, einfach unser Leben zu verbessern. Aber mit Innovationen will immer irgendjemand Geld verdienen, auch mit grünen Innovationen. Die sind nicht einfach da, damit die Wirtschaft grüner wird, sondern damit jemand Geld verdient, muss er auch, weil wenn er das nicht tut, geht er irgendwann Konkurs. Also gibt es immer auch Interessen. Und wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hat, Interessen irgendwie in Geld umzusetzen, und diese Möglichkeit hat man, wenn man Marktmacht hat und es Informationsasymmetrie gibt, dann wird man früher oder später diese Möglichkeit auch ausnutzen. Das ist fast eine Art ökonomisches Gesetz. Wer Marktmacht hat, nutzt sie auch aus irgendwann. Und wir sehen, dass das der Fall ist, zum Beispiel bei Amazon. Da gibt es eine große Diskussion, dass Amazon seinen Buybox-Algorithmus manipuliert, dass er eigentlich die eigenen Produkte bevorzugen und dass immer die Produkte dann von Amazon in diese Buybox kommen. Das kann man aber nicht beweisen. Da kommt jetzt genau diese Black Box wieder, weil Amazon behauptet, das ist nicht der Fall. Und wer kann das überprüfen? Das kann in Wirklichkeit niemand exakt überprüfen. Man kann nur Evidenz sammeln, dass es offenbar so ist. Aber dann kann man natürlich wieder kommen, ja, das ist verzerrt, wie man das gemessen hat und so, das stimmt gar nicht, was Amazon dann natürlich tut. Und auf diese Weise geht die Diskussion immer weiter. Man ist nicht ganz sicher, obwohl es sehr viel Evidenz dafür gibt, dass es so ist. Und letztlich sind es zwei große Versprechen, die damit verbunden sind. Mehr Sicherheit und mehr Bequemlichkeit. Und damit gewinnt man die Leute eigentlich immer mit diesen zwei Versprechen. Dafür sind sie bereit, praktisch ihre gesamte Privatsphäre aufzugeben, so nach und nach. Und auch die Freiheit. Und Freiheit hat in Wirklichkeit ja keinen sehr hohen Stellenwert. Das ist ein Schönwetterkonzept, Freiheit. Sobald es aber irgendwie ein bisschen kritisch wird, das haben wir auch gesehen bei der ganzen Covid-Pandemie, dann dominiert sofort Sicherheit. Und Freiheit wird dann zweitrangig. Wir haben weniger Privatsphäre und mehr Überwachung. Das sind dann sozusagen die Nachteile. Und diese Überwachung, solche Fantasien, die gab es schon im 18. Jahrhundert, dass man die Menschen zu ihrem Wohl eigentlich permanent überwachen muss. Die stammten damals vor allem von Jeremy Bentham und der hat dieses sogenannte Panoptikum entwickelt, ein ideales Gefängnis. Warum ideal? Da braucht es nur einen einzelnen Wärter, der alle diese Gefangenen überwacht. Der kann von der Mitte aus alle diese Gefängnisse, diese Zellen beobachten, die offen sind, auf diesen Hof hin. Und das ist jetzt eigentlich das Entscheidende. Die meisten Gefangenen werden gar nicht beobachtet. Der kann ja immer nur irgendwo hinschauen, in eine Richtung. Aber alle müssen damit rechnen, dass sie permanent überwacht werden. Und so ist das eben hier auch. Wir sind nie sicher, ob wir überwacht werden oder nicht überwacht werden. Wir müssen stets damit rechnen. Und das führt dann dazu, dass wir uns eben in vorauseilendem Gehorsam auch richtig verhalten. Das funktioniert dann relativ gut. Also die Überwachung ist heute fast überall. Sind wir allein? Und da sagt dann Alexa oder irgendwas ja. Pause. Mein Name ist Thomas Studer und ich unterbreche dieses Video für einen wichtigen Hinweis. Unsere IWP-App bietet Ihnen exklusive Einblicke in die Schweizer Wirtschaftspolitik direkt auf Ihr Handy. Wir bieten Ihnen freien Zugang zu unserem Wissen. Studien, Videos, interaktive Datenbanken, vollgepackt mit Zahlen, Daten und Fakten. Und das komplett kostenfrei und ohne Verpflichtung für Sie. Über die App erfahren Sie auch immer als Erste mehr über uns, unsere Videos und unsere Veranstaltungen. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Video.
Und da gibt es auch ein ganzes Buch zu diesem Thema, Surveillance Capitalism, der Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff, die ziemlich bekannt geworden ist mit diesem Buch, die sich ausführlich mit diesem Aspekt beschäftigt. Und hier aber entscheidend ist jetzt, dass sozusagen auch ein Übergang stattfindet von Konsumentensouveränität zu Algorithmenabhängigkeit. Weil es werden dann eben sogenannte Shopping-Agenten entwickelt, die auf selbstlernenden Algorithmen beruhen und die treffen dann die Kaufentscheide für uns. Nicht? Also ich muss nicht mehr selber da jetzt mühsam die alle Angebote durchsuchen, sondern da gibt es dann diese Shopping-Agenten, die natürlich in viel kürzerer Zeit viel mehr Angebote durchsuchen können, nach viel mehr Kriterien optimieren können. Und dann im Idealfall auch gleich diesen Verkauf tätigen. Und ich weiß dann zwar nicht, wie dieser Entscheid zustande gekommen ist, aber ich weiß, der hat optimiert, der hat das beste Resultat für mich herausgeholt. Oder eben auch nicht. Wir sind dann nicht sicher. Und Beispiele, die habe ich schon erwähnt, eben dass zum Beispiel ein selbstlernender Algorithmus die beste Krankenkasse für mich auswählt. Oder dass ein KI-basierter Gesundheits-App mich zum Arztbesuch anmeldet, wenn mein Blutdruck außergewöhnlich hoch ist. Und eben die Frage, was heißt dann außergewöhnlich hoch? Oder eine KI-basierte Finance-App verkauft Aktien von meinem Portfolio und investiert stattdessen in andere Aktien, weil ich habe ja da ein bestimmtes Risikorenditeprofil, das hat man irgendwie mal ermittelt aufgrund meines Verhaltens, weiß der Algorithmus das und der passt dann ständig dieses Portfolio wieder an, sodass es wieder dem entspricht. Ob aber da nicht noch andere Interessen derjenigen mitspielen, die diese Apps entwickelt haben, oder ob da nicht die Banken noch ihre Interessen irgendwie auch zum Ausdruck kommen, das weiß ich wiederum nicht. Und das wird natürlich das gesamte Marketing verändern in Zukunft. Nicht heute ist ja das Marketing so oder die Werbung, ich spreche Menschen an. Ich muss Menschen überzeugen, dass die irgendein Produkt kaufen werden. In Zukunft muss ich nicht mehr Menschen ansprechen. Ich muss Algorithmen ansprechen. Das heißt, ich muss mein Produkt so irgendwo im Internet platzieren, dass möglichst viele dieser Shopping-Agenten auf dieses Produkt aufmerksam werden und dass es nach den Kriterien, nach denen die entscheiden, als das beste Angebot erkannt wird. Also das heißt, Marketing wird dann auch zu einer Angelegenheit zwischen unterschiedlichen KI-Anwendungen. Das ist ein bisschen so wie hier in diesem Cartoon. The good news is we are getting lots of engagement on our AI-generated content. Amazing. What's the bad news? Well, it looks like most of that engagement is coming from AI-generated traffic. Es wird dann sozusagen zum Selbstläufer, dieses ganze System. Führt dazu, dass die Güter zunehmend smart werden, nicht nur einzelne Güter, auch ganz größere Einheiten, nicht Smart Medicine, Smart Cars, Smart Refrigerators, Smart Homes, Smart Energy Grids, Smart Farming, Smart Cities und so weiter. Nicht, das ist dann zum Beispiel das Smart Home, voll natürlich von irgendwelchen Anwendungen, der Internet of Things, nicht, die kommunizieren da alle miteinander und voller Sensoren, natürlich dieses Haus. Kann dann auch zu Problemen führen, wo es heißt, we have to go out for dinner. The refrigerator isn't speaking to the stove. Gibt da Kommunikationsschwierigkeiten im Moment. Wie dann das Leben sich da abspielt, nicht? Das ist hier dargestellt. Jeder ist dann mit seiner Anwendung hier beschäftigt. Und in der Smart City, nicht, da werden dann die alle noch vernetzt, nicht, das Smart Traffic System und die Smart Houses, die werden dann da zu größeren Systemen vereinigt und wir sehen, da kommt dann auch noch Smart Government dazu und Smart Farming und so weiter, alles gemeinsam in der Smart City. Das Ganze hat natürlich auch Folgen für die Beschäftigung. Nicht? Das heißt natürlich, es braucht weniger Menschen, die da arbeiten. Und es gibt da verschiedene Studien und die Schätzungen gehen so, dass so zwischen 7 und 50% aller Jobs verloren gehen, je nach Studie.
Das heißt, man weiß es eben nicht, wenn es dermaßen große Unterschiede gibt bei Studien. Aber was wir sehen, es sind eine ganze Reihe, also die unterschiedlichsten Jobs betroffen. Und das Ganze betrifft auch die Bürokratie. Nicht diese alte Beamtenbürokratie, die wird eigentlich ersetzt immer mehr durch eine neue Controlling-Bürokratie. Wo es zunächst mal so aussieht, als ob da weniger Menschen tätig sind. In Wirklichkeit sind da aber immer mehr Menschen beschäftigt in dieser neuen Controlling-Bürokratie. Also die Bürokratie wird immer beschäftigungsintensiver. Und das hängt zusammen damit, dass die Komplexität ständig zunimmt des Systems, dass man immer mehr überall Stabilität und Sicherheit garantieren muss. Nicht Sicherheit heute bei Datensicherheit zum Beispiel, aber es geht zum Beispiel auch um wirtschaftliche Sicherheit, es geht auch darum, dass Konjunkturschwankungen nicht zu groß werden und so weiter. Alle diese Aspekte gehören hier zu dieser Gewährung von Sicherheit und natürlich eine permanente Optimierung. Das ist ein System, das permanent optimiert werden muss. Und seit dem New Public Management ist auch der Staat davon betroffen. Seit den 1990er Jahren so ungefähr muss sich auch der Staat permanent optimieren. Und das heißt, die Arbeit verlagert sich zunehmend von der Produktion in die Bürokratie. Heißt gleichzeitig auch, die Wertschöpfung verlagert sich in die Bürokratie. Also wir erzielen immer mehr Wertschöpfung mit Bürokratie und immer weniger Wertschöpfung mit Produktion. Wir sind da in der Schweiz aber gut aufgestellt, weil wir relativ viel Bürokratie machen für die ganze Welt. Nicht? Also die Unternehmensbürokratie ist bei vielen Unternehmen in der Schweiz und die Produktion findet dann anderswo statt. Und deshalb ist dann auch die Wertschöpfung so hoch in der Schweiz. Also das ist mit ein Geheimnis, warum wir so reich sind in der Schweiz. Wir produzieren nicht. So, was sind dann diese Tätigkeiten in dieser Bürokratie? Die Liste ist nicht abschließend. Nicht? Administration, Organisation, Controlling, Evaluation, Registration, Dokumentation, Zertifizierung, Akkreditierung, Beratung, Coaching und so weiter. Nicht? Die meisten Menschen sind heute mit solchen Dingen beschäftigt, wenn wir mal genauer schauen. Und der Kampf gegen diese Bürokratie ist vergeblich. Das weiß man auch schon lange. Das hat schon Ludwig von Mises 1944 geschrieben. Wir müssen die Tatsache anerkennen, dass bislang alle Bestrebungen vergeblich waren, die weitere Ausbreitung von Bürokratismus und Verstaatlichung zu stoppen. David Graeber hat 2015 geschrieben, jede Marktreform, jede Regierungsinitiative, die den Amtsschimmel bändigen und die Marktkräfte fördern will, resultiert in der Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit und der vom Staat beschäftigten Bürokraten. Also immer, wenn man Bürokratie bekämpfen will, schafft man eigentlich noch mehr Bürokratie. Und auch Guy Parmelin gibt das irgendwie indirekt zu, indem er sagt, die Welt wird komplexer, entsprechend steigt der Druck zu neuen Regulierungen. Wir müssen halt jetzt mehr regulieren. Und warum wird jetzt diese Bürokratie noch intensiviert durch die künstliche Intelligenz? Erstens mal, weil wir natürlich viel, viel mehr tun können. Man kann viel, viel mehr Daten auswerten und diese ganze Controlling viel intensiver betreiben, als man das jeweils je einmal konnte früher. Nicht? Wir haben immer mehr Daten, wir können immer mehr überwachen, immer mehr kontrollieren, immer mehr optimieren und das führt zu einer Zunahme dieser Tätigkeiten. Und der zweite Aspekt ist, wir machen natürlich die Wirtschaft immer komplexer, wir kreieren neue Komplexität, was wiederum neue bürokratische Maßnahmen erfordert, wie Richtlinien, Regulierungen, Gesetze, Verträge, Gutachten, Expertisen und so weiter. Oder das Kleingedruckte wird immer komplizierter bei den meisten Produkten. Und das heißt, wir verlagern die Probleme einfach immer in höhere Ebenen der Bürokratie, auf Metaebenen. Und dann kommt noch ein entscheidendes Problem dazu. Das ist eine Grafik von Dirk Helbling, Professor an der ETH in Zürich. Dass nämlich in Wirklichkeit die Verfügbarkeit der Daten schneller steigt als die Möglichkeit, diese Daten zu verarbeiten und zu nutzen. Und das heißt, wir rennen immer hinterher und die Komplexität nimmt in Wirklichkeit immer mehr zu.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt da an eine App denke, der optimal investiert, dann habe ich da immer mehr Finanzdaten auf Sekundenebene. Dann optimieren alle auf Sekundenebene. Ja, weil das aber alle machen jetzt, hilft mir das nicht mehr viel. Also muss ich irgendwie auf Sekundenbruchteile zurückgreifen. Jetzt gibt es viel, viel mehr Daten, als es vorher je gab. Und ich renne aber immer der Optimierung weiter hinterher. Nicht? Also ich kann gar nie Schritt halten in Wirklichkeit mit den Daten, die da kommen. Und das heißt, die Komplexität steigt in Wirklichkeit an, obwohl wir immer mehr Daten zur Verfügung haben. Und jetzt kommt da zum Schluss noch der Staat dazu. Der möchte natürlich jetzt, wie anfangs schon erwähnt, auch die, ein gewisses Verhalten haben von seinen Bürgern. Nicht? Er möchte möglichst berechenbare Steuerzahler, die als normierte Gutmenschen keine Schwierigkeiten machen und alle staatlichen Pflichten ohne Murren akzeptieren. Die sollen gesund, nachhaltig und politisch korrekt nach vorgegebenen Kriterien leben. Und damit ist natürlich ihr Verhalten dann auch vorhersehbar, berechenbar und optimierbar. So hätte man es gerne, nicht? Und am weitesten vorangeschritten ist das in China. Da gibt es ja diese sogenannte Citizen Score. Das ist Teil des chinesischen Staatskapitalismus, dass man da immer mehr eine KI-basierte Überwachung hat. Und dieses Sozialkreditsystem, das ist kein einheitliches System, das wurde in unterschiedlichsten Provinzen erprobt, gibt da unterschiedliche Anwendungen, also ist noch kein zentral gesteuertes Prinzip. Aber es gibt 60 verschiedene Pilotprojekte ungefähr und hier mal so eine kleine Übersicht, was da dann zum Beispiel belohnt wird. Also es gibt negative Punkte für das Abspielen von lauter Musik. Häufiges Essen in Fastfood-Lokalen, Verstöße gegen Verkehrsregeln, Überqueren der Straße bei Rotlicht, Reservierungen in Restaurants, die man nicht wahrnimmt, ohne zu canceln, nicht ordnungsgemäße Trennung des persönlichen Abfalls. Und positive Punkte gibt es zum Beispiel für Blutspenden, wenn man für wohltätige Zwecke spendet oder wenn man die Regierung in sozialen Medien lobt. Ja, da hat uns China etwas voraus. Im Westen kann man natürlich nicht ganz so vorgehen. Da muss es immer so aussehen, als ob die Menschen alles freiwillig machen. Jetzt entsteht so eine Art digitaler Paternalismus. Wir wollen die Menschen erziehen zum richtigen Verhalten, aber mit Anreizen, mit einem sogenannten Nudging. Also wir setzen hier auf Anreize. Weil eben diese, wir leben ja schließlich in einer Demokratie, da darf man die Menschen nicht zwingen. Und was wären da so Beispiele? Die sind teils noch fiktiv, aber wir können uns gut vorstellen, dass sie nächstens Realität sind. Nicht? Wer seine Gesundheit zum Beispiel durch Tracker überwachen lässt und sich beim Über- oder Unterschreiten von kritischen Werten zur Kontrolle aufbieten lässt, bezahlt geringere Krankenkassenprämien. Oder wer dem Staat Zugang zur Überwachung des eigenen Kühlschranks gewährt, was er isst und so, fettarm, kalorienarm, zuckerarm und so weiter, der wird dann auch belohnt, irgendwie mit einem Steuerbonus zum Beispiel. Oder wer das Energiemanagement seines Hauses an Energiedienstleister delegiert, welche die Energieversorgung ökologisch optimieren, bezahlt geringere Energiepreise. Also gibt die Autonomie ab, er kann dann nicht mehr selber entscheiden, wie viel er heizt jetzt. Und wer sich im Auto überwachen lässt, nicht, der kriegt dann zum Beispiel günstigere Verkehrssteuern. Ist schon Realität in der Schweiz. Das war die Blickschlagzeile am 12. Januar dieses Jahres. Mieter können in Allschwil nicht höher als 21 Grad heizen, weil die Liegenschaftsverwaltung Wincasa behauptet demnach, dass eine höhere Raumtemperatur aufgrund des angestrebten Minergie-Zertifikats von Gesetzes wegen nicht erlaubt sei. Da haben wir schon eine Entwicklung in diese Richtung. So, und jetzt ganz zum Schluss noch. Jetzt wollen wir natürlich das alles in den Griff bekommen mit Regulierung. Wir wollen sozusagen jetzt über Regulierung kontrollieren, dass wir sozusagen diese ganze KI nur zum Guten nutzen und dafür die schlechten Anwendungen, die werden dann verhindert. Aber das Problem ist, man kann das nicht so wirklich überwachen und beobachten. Nicht Datensicherheit, ja, ich kann das ja nicht beobachten. Wenn ich zum Beispiel Vorschriften habe über, chemische Waffen oder so etwas, da gibt es natürlich irgendeine Türe irgendwo, wo man dahinter schauen kann, ob diese Waffen da sind oder nicht.
Aber hier gibt es keine solche Türe. Ich weiß nicht, was diese Algorithmen wirklich machen, wie sich die genau verhalten, sind die Daten wirklich sicher, wenn behauptet wird, sie sind sicher und so weiter. Nicht, das bleibt letztlich ein frommer Wunschtraum, dass wir das überwachen können. Und wir haben dann jetzt natürlich schon eine ganze Menge von Vorschriften, die Datenschutzgrundverordnung, nicht hier mal noch dargestellt, die natürlich in erster Linie einfach eine Datenschutzbürokratie geschaffen hat und uns täglich ärgert. Nicht täglich muss ich da irgendwelche Banner wegdrücken, wegklicken, wo ich meine Erlaubnis geben muss, dass irgendwo meine Daten verwendet werden. Wenn ich das 40 Mal am Tag tun muss, hilft das überhaupt nichts mehr. Die Firmen müssen ab einer bestimmten Größe Datenschutzbeauftragte haben. Also wir schaffen einfach eine Bürokratie, fühlen aber nicht uns irgendwie sicherer jetzt, was die Daten betrifft, seit es diese Datenschutzgrundverordnung gibt. Oder das Zweite, nicht in der EU gibt es ja jetzt dann diese AI Act, die so vorläufig schon einmal beschlossen wurde. Die endgültige Fassung müsste dann dieses Jahr kommen. Nicht? Und da geht es dann darum, dass man eben ein sogenanntes Konformitätsassessment machen muss für jede neu entwickelte KI-Anwendung. Die soll dann garantieren, dass das den Gesetzen entspricht, dass es ethisch ist und dass es auch technisch robust ist. Und die werden dann klassifiziert nach verschiedenen Risiken. Es gibt dann Risiken, die sind nicht akzeptabel, dann gibt es hohe Risiken, da gibt es dann strengere Vorschriften oder bei geringeren Risiken weniger strenge Vorschriften. Das führt dann natürlich zu endlosen ethischen Diskussionen, nicht zum Beispiel hier, kill the elderly to save the children, what a monstrous thing to say, I say the car should kill indiscriminately. Also der soll da nicht diskriminieren, wen er umbringt, der Car, das Auto. Also soll da nicht irgendwie die Jungen bevorzugen. Ja, aber dann gibt es natürlich andere ethische Ansichten, wir sollen doch die Jungen bevorzugen. Und das gibt es dann ganze Ethikkommissionen, die sich ausführlich mit solchen Tätigkeiten beschäftigen, mit solchen Fragen, da dicke Ethikberichte schreiben. Die gibt es alle schon in Deutschland, da gibt es den Deutschen Ethikrat. Da entsteht dann so eine Art, auch die Ethik führt dann zur Bürokratie nachher. Aber die entscheidende Frage können wir dann immer noch nicht beantworten. Wir wissen immer noch nicht, was richtig ist hier oder nicht. Ja, und dann versucht man auch zu zertifizieren. Alles müsse zertifiziert werden, diese Anwendungen. Oder man macht immer mehr Vorschriften über Daten. Oder sollen die sogar eine eigene Persönlichkeit erhalten? Das ist ja dann ein bisschen eine Frage, sind die wie ein Hund? Ist da der Hundehalter auch dafür verantwortlich, wenn mein Algorithmus da irgendetwas macht, den ich besitze, bin ich dann wieder Hundebesitzer, der verantwortlich dafür ist, was mein Algorithmus macht? Oder hat er eine eigene Rechtspersönlichkeit? Dann haften diejenigen, die ihn irgendwie konstruiert haben. Aber wer dann genau? Software, Hardware? In Wirklichkeit sind das unterschiedlichste Hersteller von Software und Hardware. Wir kommen dann vom Hundsten ins Tausendste. Aber ist hervorragend für die Bürokratie. So, und das hat Max Weber schon sehr gut formuliert, vor mehr als 100 Jahren. Nicht? Es droht der Pazifismus der sozialen Ohnmacht unter den Fittichen der einzigen ganz sicher unentfliehbaren Macht, der Bürokratie in Staat und Wirtschaft. Das ist eine ziemlich brillante Formulierung, nicht der Pazifismus der sozialen Ohnmacht, der hier entsteht durch die Bürokratie. Und was ist dann das Fazit? Es ist wahrscheinlich nicht so intelligent, sich von künstlicher Intelligenz abhängig zu machen. Und was hier abgebildet ist, sieht man jetzt nicht so gut wahrscheinlich, das ist der Hexenmeister aus dem Gedicht von Goethe, der sich da eben selbstständig macht und wo nachher die Kontrolle entgleitet. Und letztlich, letzte Folie, nicht? Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir eben nicht völlig abhängig werden von solchen Technologien. Das heißt, es müssen nicht KI-gesteuerte Optionen aufrechterhalten werden. Zum Beispiel, dass man nach wie vor bar zahlen kann, kein Zwang zur Nutzung von Autos mit Kameras und Sensoren, kein Zwang zur Nutzung von Gesundheits-Apps
oder keine Benachteiligung von Menschen, die nicht in smarten Häusern wohnen. Ja, das sagt sich leicht, aber glaube ich daran, dass wir das tun werden? In Wirklichkeit glaube ich nicht daran. Wir werden das wahrscheinlich alles aufgeben, weil man sagt, das steht da diesen großen Optimierungszielen im Wege. Und dann wird man wahrscheinlich sagen, ja, als wir den motorisierten Verkehr entwickelt haben, da haben wir auch nicht Pferdekutschen aufrechterhalten, falls das mal nicht mehr funktioniert. Aber hier geht es natürlich um eine ganz andere Dimension, dass wir tatsächlich die Kontrolle verlieren. Und wenn wir dann verlieren, dann kommt es dann eben so heraus. Nicht? Und eigentlich ist das Optimum hier irgendwo in der Mitte. Nicht? Das Optimum ist nicht links und auch nicht rechts, sondern wir müssten versuchen, da irgendwie in der Mitte das anzuhalten, damit wir weiterhin auch ein attraktives Leben führen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Matthias, dass du uns in die Geheimnisse der künstlichen Intelligenz und in die neue, schöne Welt mit dieser künstlichen Intelligenz eingeführt hast, in den gestanzten Menschen. Ich gehe davon aus, dass Sie sich das alles nicht bieten lassen wollen ohne Gegenrede. Und deshalb ist Max, übrigens er trägt eine wunderschöne Krawatte, das ist eine Krawatte des IWP. Und Sie können klatschen dafür, also Max hat das heute extra gemacht für Sie. Und wenn Sie jetzt das Wort ergreifen wollen, kommt er noch direkt zu Ihnen. Ja, ich hoffe, dass es diese Elite gibt, die Sie da angesprochen haben. Und wenn ich sage, dass Menschenfreiheit nicht so wichtig ist, das beruht auf bestimmten Umfragen, nicht, die man gemacht hat, wo sich das eben zeigt. Die sind dann im Buch auch zitiert, dass tatsächlich für eine Mehrheit der Menschen dann Freiheit offenbar nicht so wichtig ist. Aber ich glaube natürlich, wie ich hoffentlich dargelegt habe, auch nicht an diese Regulierungen, nicht, die der Staat dann hier macht, weil er sich da etwas vornimmt, was am Schluss gar nicht kann. Man kann nur Dinge regulieren, die man auch kontrollieren kann. Und wenn man etwas nicht kontrollieren kann, hilft die Regulierung nicht sehr viel. Und wahrscheinlich ist es dann auch eine Aufgabe, dass wir überhaupt wieder aufzeigen, eben, dass Freiheit wichtig ist und dass dieses System, in dem wir leben, auch wesentlich an dieser Freiheit hängt. Und wenn die verloren geht, dass damit auch wesentliche Elemente der Dynamik dieses Systems verloren gehen. Ja, ich denke, es kommt eben darauf an, in welchem Kontext man von Intelligenz spricht. Nicht, wenn wir von Intelligenz sprechen in der Natur oder bei Tieren oder so, dann heißt das letztlich immer, dass sie Informationen aus der Umgebung so aufnehmen können, dass sie dann sich richtig verhalten in dieser Situation. Also zum Beispiel nicht gefressen werden von irgendeinem anderen Tier oder irgend so etwas. Wenn wir es im Zusammenhang mit Menschen verwenden, Intelligenz, dann geht es natürlich über das hinaus. Dann geht es nicht nur darum, irgendwie richtig zu reagieren in gewissen Situationen, sondern da geht es ja auch um Denken, dass wir neue Dinge ausstudieren, die nicht zwingend immer etwas mit Optimierung direkt zu tun haben. Und da bekommen wir dann mehr Schwierigkeiten, wenn wir wirklich definieren wollen, was Intelligenz ist. Ja, denkbar wäre so etwas wahrscheinlich schon, aber ich bezweifle, ob man es umsetzen kann.
weil man wird dann sicher sehr schnell argumentieren, damit wird der ganze Fortschritt behindern. Wir hängen uns ab in Europa sozusagen, wenn wir so etwas tun. Nicht? Und wir wollen ja führend werden. Also die Schweiz nicht so sehr, aber die ganze EU will immer führend werden bei allen Anwendungen, auch in diesem Bereich. Und da wird natürlich nichts beschlossen, was irgendwie diesen Fortschritt behindern könnte. Denken schon, ja, aber nicht umsetzen. Aber ich möchte es mal so sagen, nicht? Wir leben natürlich in diesem Wirtschaftssystem, das ich Kapitalismus genannt habe, das ein Wirtschaftssystem ist, welches einen ungeheuren materiellen Wohlstand ermöglicht hat und eigentlich auch dafür geeignet ist, immer mehr zu produzieren, immer mehr zu schaffen, sorgt für Innovation, für neue Produkte, für Fortschritt und so weiter. Und das hat über lange Zeit die wesentlichen Probleme gelöst, die wir hatten. Nicht? Weil wir wollten ja besser leben, materiell besser leben. Und heute sind wir aber zunehmend in einer anderen Situation, dass eigentlich der materielle Wohlstand nicht mehr unser Hauptproblem ist. Also man kann wahrscheinlich wenig junge Menschen heute damit begeistern, dass man sagt, noch mehr materieller Wohlstand. Also wenn ihr euch jetzt anstrengt, dann könnt ihr in Zukunft irgendwie mit noch mehr materiellem Wohlstand leben und euren Kindern soll es dann mal besser gehen, als es euch geht. Das ist nicht mehr überzeugend heute in der Schweiz. Das heißt, wir werden eben nicht mehr glücklich oder zufriedener mit mehr Einkommen und dann gibt es diese erheblichen Kollateralschäden, die verbunden sind mit diesem ganzen System in der Umwelt. Und jetzt ist das natürlich ein System, das immer weitergehen will in diesem Wachstum und da dient natürlich jetzt auch diese künstliche Intelligenz dazu. Nicht? Das führt natürlich zu ganz neuen Wachstumschancen, die sich da bietet und deshalb stürzt man sich auch begeistert auf diese neuen Investitionsmöglichkeiten, auf diese neuen Anwendungen, die damit verbunden sind. Aber wir müssen uns wahrscheinlich schon zunehmend damit der Frage beschäftigen, ist das das richtige System, wo für Länder, die jetzt eben einen hohen materiellen Wohlstand haben, wo andere Probleme im Vordergrund stehen, wo es eben gewisse Grenzen gibt des Wachstums und mit diesen Grenzen, da kann dieses System nicht wirklich umgehen. Allerdings haben wir im Moment keine, auch nur halbwegs überzeugende Alternative zu diesem System. Ja, für mich ist Technologie zunächst mal ist einfach Technologie. Und dann kommt natürlich die Frage, wer wendet die an, zu welchem Zweck und welche Ideen stecken dahinter. Und ganz klar, mit künstlicher Intelligenz will man Geld verdienen. Das ist der Hauptantriebspunkt, warum man diese künstliche Intelligenz vorantreibt. Aber man kann natürlich auch ein paar ganz überzeugende Produkte damit verknüpfen. Wir sind natürlich alle Nutzer irgendwie von Google-Suchmaschine, bald wahrscheinlich auch von ChatGPT. Und ein Leben ohne diese Anwendungen ist zwar möglich, aber ein bisschen unbequemer. Und deshalb lassen wir uns dann natürlich auch gerne da mitreißen, sozusagen mit dieser Entwicklung, weil wir haben ja diese schönen Anwendungen und diese Versprechen auf ein immer noch bequemeres und auch immer sichereres Leben. Man wird es zumindest so verkaufen. Nicht? Man wird natürlich als einen der Hauptgründe für KI ins Feld führen,
dass wir auf diese Weise eine immer ökologischere Wirtschaft bekommen. Weil KI-Anwendungen nicht die helfen, uns Energie zu sparen. Wenn wir alle in smarten Häusern leben, dann heißt das, dass überall weniger Energie verbraucht wird in all diesen smarten Häusern. Die Menschen werden eben dazu incentiviert, über diese KI dazu, sich ökologisch richtig zu verhalten. Also man zahlt dann irgendwie zum Beispiel geringere Steuern, nicht? Wenn man zum Beispiel die Autonomie abgibt über das Energiemanagement des Hauses und sagt, ich heize nie über 21 Grad, nicht? Dann werde ich von außen kontrolliert, dass das nie darüber geht. Und so weiter. Ich denke, man wird das sehr stark, vor allem in Europa, so verkaufen. In anderen Weltgegenden ist es nicht so wichtig, das ökologische Argument, aber in Europa ist das auch das Hauptargument für Smart Cities. Nicht? Smart Cities werden genau mit diesem Versprechen eingeführt, dass wir dann ökologischer wirtschaften in diesen Smart Cities. Ob das wirklich so ist, da habe ich meine Zweifel. Weil eben wir das ja immer schon in der Vergangenheit auch gesehen haben. Es gibt dann immer diese Effekte, dass wir einfach die Probleme an andere Stellen verlagern. Zum Beispiel gibt es ja diesen Rebound-Effekt. Also zum Beispiel, ich kann mit immer effizienteren Heizungen für die gleiche Raumwärme sorgen zu Hause. Also ich brauche eigentlich immer weniger Energie, um irgendwie die Wohnung auf 20 Grad zu heizen. Trotzdem ist aber der Energieverbrauch nie zurückgegangen in den Häusern. Warum nicht? Weil gleichzeitig natürlich die Menschen immer mehr Wohnfläche in Anspruch nehmen. Und das ist wieder die Wachstumswirtschaft. Nicht? Man versucht natürlich auch auf diese Weise zu wachsen. Und das ist wahrscheinlich heute das Hauptprestigeobjekt für Menschen, wie sie wohnen. Nicht mit Wohnen symbolisiert man den Status, den man hat. Und das hängt wiederum auch mit der Größe der Wohnung oder der Größe des Hauses zusammen. Und das versucht man natürlich auch zu fördern, weil da kann man dann eben, die ganze Bauindustrie hängt daran, aber auch diejenigen, die Möbel herstellen, die Anwendungen, die KI-Anwendungen für das Heim und so weiter machen. Nicht? Deshalb wird es dann wieder in diese Richtung getrieben, dass eben die eigentlich technisch möglichen Verbesserungen sich dann nicht so auswirken, dass es tatsächlich zu dem technisch möglichen Einsparpotenzial kommt in der Realität. Weil eben auf der anderen Seite auch immer diese Tendenz ist, dann mehr zu machen, mehr zu produzieren und das Wachstum am Laufen zu halten. Also das hängt natürlich ganz grundsätzlich mit der Funktionsweise dieses Wirtschaftssystems zusammen, mit seiner Dynamik. Gut, ganz herzlichen Dank, Matthias, für deinen Vortrag.